Schlagerparadies. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum gefilmten Interview. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Heute ist Irene Scheer bei mir. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Heike, vielen Dank. Wir haben schon so ein bisschen Valentinstag gefeiert. Ja. Das müssen wir schon machen. Ne? Ja, an so einem bestimmten Tag müssen wir das tun. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ausgerechnet auch an so einem Tag so ein Gast bei mir zu Gast ist. Ich freue mich auch. So Happy Valentine's Day wünsche ich allen. Und ich habe ja schon wunderschöne Blumen bekommen. Ja. Ein Herzchen. Oh, also, ich liebe Blumen. Irene, du bist hier. Ich bin hier. Weil du dein neues Album vorstellen möchtest. Ich darf es mal ganz kurz in die Kamera halten. Ich muss mir nichts mehr beweisen. So ist das. So ist das. Ja, irgendwann muss der Tag kommen, wo man sich nicht mehr beweisen muss, weil man so viel auch erlebt hat, so viel getan hat, so viel Schönes, Ups und Downs im Leben, ist ja auch klar. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach ein bisschen auf meinen Lorbeeren zurücklehnen können und einfach so rauspieksen, das, was ich wirklich machen will. Und natürlich will ich auch viel Zeit haben für meine Fans, das ist klar. Ihr seid ja mir immer sehr, sehr treu gewesen. Und auch für meinen Mann. Und dass wir ein bisschen reisen und ein bisschen mehr mit Familie und Freunde. Und es ist ja klar, dass ich auch noch ein bisschen singe. Aber wir haben gesagt, so vielleicht in 2 Jahre ziehen wir ein bisschen weiter zurück. Ich wollte gerade sagen, im Moment habe ich gerade überhaupt nicht den Eindruck, dass du dich in irgendeiner Form zurückhältst. Ja, ich habe Fernsehen in letzter Zeit viel gesehen mit dir und du bist unterwegs und du hast viele Termine. Also ich habe nicht so den Eindruck, als wolltest du dir es gar nicht mehr beweisen. Nein, also das ist ja klar. Also ich gehe sehr gerne auf der Bühne und wir haben ja wirklich, wenn du sagst, also ich werde ein bisschen kürzer treten, dann... Plötzlich kommt dies, das und jenes. Und jetzt haben wir auch noch in diesem Jahr 2 Tourneen. Also wir starten am 23. September die große Schlager-Hitparade-Tournee. Das ist bestimmt sehr, sehr schön, weil mein Freund Patrick Lindner ist dabei und Gigi Anderson und Sandro und der Sascha Hähne. Ja. Der macht ja dann auch die, so die Moderation. Und dann haben wir also eine Pause ab den 21. bis 28. Oktober sind wir dann mit den Schlagerlegenden wieder on Tour. Ja. Und da freue ich mich natürlich auch ganz besonders, weil das wird ja das 4. Mal. Also gute Dinge sind 4. Radio Schlagerparadies präsentiert im Übrigen einige Termine dieser Tour. Ja, ja. Mhm. Und das wird bestimmt auch sehr schön. Also Peggy, March, die Lene Velaitis. Und ich sind die Mädels, dann ist der Graham Bonney, der Michael Holm und dann ist ja auch der Otti Bauer Big Band mit Sängerinnen, die wirklich ganz, ganz toll sind und wird ja dann auch moderiert von Christine Deuke. Mhm. Und also wir bleiben unsere ganz kleine, süße Familie. Ja, wir fühlen uns auch pudelwohl zusammen. Wir interagieren, wir machen Sachen zusammen auf der Bühne. Also die Mädels machen ja auch so ein 60s-Medley. Das geht ja ab wie, wie sagt man? Schmitzkatze. Genau, Schmitzkatze. Und auch Rock'n'Roll mit den Jungs was und erzählen und machen auch unsere eigene kleine Shows. Und das, aber wenn du das ist grade, sehr kurzweilig, ja. Wenn du gerade über diese Menschen sprichst, die Schlagerlegenden. Ja, ja. Das ist natürlich auch was, wo man sagt, die sind ja auch schon sehr lange in diesem Geschäft unterwegs. Du auch. Du feierst dieses Jahr dein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, aber als Profi. Als Profi, genau. Du hast ja schon viel früher. Genau. Aber das wollen wir gar nicht sagen. Nein, das kann ich ja verstehen. Aber ich sag mal, in 50 Jahren, da lernt man ja doch den einen oder anderen kennen. So ist das. Und gibt es denn Menschen, die du vor 50 Jahren kennengelernt hast, mit denen du immer noch gerne zusammen bist, die dich vielleicht sogar befreundet bist? Ja, okay, 50 Jahre ist natürlich lang. Obwohl, ich muss wirklich sagen, Graham, ich war in Graham Bonneys Show, Lift Off, damals. Und das, glaube ich, war ja 70, weil in 1970 in Hamburg
hat er diese Sendung gemacht und ich hatte meine erste Single gemacht und das war Big Yellow Taxi. Ich habe ja in England noch gesungen, genau. Und alles war in Englisch. Und also deshalb, also Graham, möchte ich sagen, ist derjenige, den ich am längsten kenne und wir waren Nachbarn in England. Stell mal das vor. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, dann treffen wir uns im Pub. Was wir auch getan haben in Billericay, wo ich gewohnt hatte, in Essex. Und also so lange seid ihr quasi schon befreundet? Ja, also du kannst wirklich sagen, ja, es ist einfach so, das ist ein lange, lange Weg. Und da sind wir auf Tournee ein paar Mal gewesen und also wir verstehen uns gut. Mary ist ja nicht mehr dabei, sie war ja vorletztes Jahr war sie einmal dabei. Ja. Aber Mary kenne ich auch sehr lange, Lena genauso lang wie Mary. Peggy kenne ich auch genauso lange. Also das ist ungefähr so seit 72, 73. Ja. Das ist ein lange, lange Weg. Ja. Michelle, klar, natürlich, der war ja auch immer da auf der Horizont. Hitparade, ZDF-Hitparade, da waren wir alle vertreten. Und das war eigentlich unser Stepping Stone. Also wenn man in Dieters Sendung reinkam damals, da wusste man, also entweder make or break. Okay. Also wenn die Fans gesagt haben, finden wir gut, sind wir am nächsten Tag rausgerast, weil wir hatten ja damals auch viele Schallplattenläden und haben ja dann wirklich, du hast ja 50.000 so in der nächsten Woche verkauft oder 100.000, es war ganz andere Summen, weil du hast ja vor der Fernsehkiste die ganze Familie gehabt und es waren ja 20 Millionen Menschen, die da geguckt haben. Also ich habe gehört, sogar 28 Millionen kann man heute überhaupt nicht vorstellen. Ja, heute verteilt sich das ja auch auf ganz viele Sender. Ja, ja. Damals gab es das ja auch nicht. Also von daher war es schon reduziert. Und so ist natürlich. Das. Wenn du einen Titel hattest, wurde rauf und runter gespielt in alle Sender. Ja. Und es waren ja so viele Fernsehsendungen. Ich meine, war nicht reserviert auf ZDF-Parade. Genau, aber das war wirklich so. Wunderbar, auch wenn du Newcomer warst und kamst da rein. Also da hast du wirklich eine gute Chance. Jetzt steht hier noch auf meinem Zettel, dass du, und ich kann das gar nicht wirklich glauben, schon 70 wirst. Da hat sich doch einer vertippt, oder? Ja, das kann also ich mir auch nicht vorstellen doch, eigentlich. Ich kann es nicht vorstellen, dass diese kleines Mädchen von damals, also jetzt so in 3 Tage dann... In 3 Tagen? Nein, nicht 3 Tage. Nein, wann ist denn 14. das? Heute, also in 11 Tage. Ich habe ja noch 11 Tage. Und dann geht es auf die große 70. Ja, ist eine Zahl. Ist eine Zahl, ja. Also, ich bin ja durch die ganzen Jahre da hineingekommen, jede Sekunde. Also es ist nicht neu. Also ich habe mich dran gewöhnt auf diese Zahl. Aber also, was in mir selber vorgeht, also das tangiert mir überhaupt nicht. Das Einzige, was an dieser Zahl ist, oder überhaupt ab einem gewissen Alter, dass diese Messlatte, man sagt ja, man hat ja so eine Messlatte, wenn man geboren worden ist. Und also ich habe ja natürlich also ziemlich viel davon verbraucht. Ne? Also, so, jetzt müssen die letzten Jahre richtig gut sein. Deshalb muss ich mir nicht mehr beweisen, weil da in dieser Zeit möchte ich vielleicht andere Sachen beweisen, dass wir Zeit haben, dass wir diese Zeit richtig ausnutzen für also die Sachen, die man vielleicht keine Zeit hatte vorher. Ja, also toller Vorsatz. Ich bin schon sehr gespannt, ob es auch so wird. Aber ich sag mal so, wenn man 70 wird, dann hat man doch bestimmt irgendwie mal eine Party vor oder dann hat man, was hast du vor? Gibt es da irgendeinen Plan für die Feier oder? Ja, die Feier ist ein Montag und ich werde erstmals in Dresden sein und da haben wir auch Veranstaltungen mit vielen Fans und da freue ich mich auch, weil es kommen ja auch einige, die ich sehr gut kenne. Und dann abends wird mein Mann mich ausführen und verwöhnen mit einer Candlelight-Dinner. Wow. Nur wir beiden. Das ist auch cool. Das ist cool. Das ist auch wichtig. Und wir haben jetzt, also wir haben ja gesagt, okay, wir fangen an, ein bisschen mehr Zeit für uns beiden zu haben. Und haben tatsächlich 6 Wochen Urlaub gemacht über Weihnachten und Neujahr.
in Südafrika. Wahnsinn. Und wir haben nicht gearbeitet. Ja. Und das war wirklich schön, einfach in den Tag hineinzuleben. Und also ich merke schon, ja. Also das Album, der Albumtitel, ich muss mir das nichts mehr beweisen. Mir. Du nimmst es schon auch ein bisschen ernst. Doch, ja? Diesen Titel also spricht ja, wie ich mich fühle. Ich habe ja mitgeschrieben, diese Texte. Und also mein Produzent, der Armin Pertl, ja, der hat ja einiges aufgenommen, was ich erzählt habe. Und als ich sagte, ich habe nichts mehr zu beweisen, hat er gesagt, das ist es. Ja, es sind 5 neue Titel auf dem Album. Einer davon. Es sind nur 5 neue? Ja. Bist du sicher? Ja, die anderen. Die anderen kennen wir natürlich alle schon. Also ich kenne die. Ja, sind ja natürlich auch ein paar Singles, die auch in der letzten Zeit auch veröffentlicht worden sind. Das stimmt. Ja. Und du hast die ein bisschen auch bearbeitet. Tolle Titel, die man von dir kennt. Ja, alte Titel, das sind die Eckpfeilen, ne, ja, Heike? Also die Titel, die sehr, sehr wichtig sind in meinem Leben, wie Feuer oder Kopfweh oder Tennessee Waltz, die sind ja alle so richtig schön auf heute getrimmt. Gut, bei Mama. Ja. Bekommt keinen Schrecken, wenn ihr das hört. Also es ist schon ganz anders. Ja, aber trotzdem, die sind toll gemacht. Ich sehe mich auch, also ich bin authentisch geblieben. Richtig, ganz genau. Das will auch, wollen auch meine Freunde, meine Fans. Ja. Das höre ich immer wieder und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die mich noch erkennen. Ja. Aber ich bewege mich mit der Zeit und ich erfinde mich immer ein bisschen neu. Das habe ich durch die ganze Jahre immer getan. Ja, sehr wichtig. Wollen wir denn uns mal kurz um die Fans kümmern? Das machen wir. Ja, ja, klar. Okay. Dafür bin ich hier. Wir spielen Fanpoker. Fanpoker? Ja, das ist aber ganz einfach. Du musst einfach nur 3 Fragen beantworten. Okay. Und du darfst sie selber aussuchen. Also sie sind alle von deinen Fans gestellt. Sie sind an uns geschickt worden. Okay. Wir haben die ausgedruckt und du ziehst einfach mal eine und dann legen wir mit der los und dann noch 2 und dann so. Geht bei uns Fanpoker. Das finde ich aber gar nicht abwegig. Ja, was mache ich denn? Ja, ich nehme dann Eeny, Meeny, Miny, Mo, Bop. Die? Okay. Du liest das vor? Ich lese das vor. Die Heike Köpnick hat gefragt. Ich habe eine Frage an Irene. Möchte sagen, dass sie immer perfekt aussieht, stets tolle Kleider trägt. Wer sucht ihre Outfits aus? Ja? Machst du ganz alleine? Hast du keinen Berater? Nein, ich habe ja natürlich auch einen sehr, sehr engen Freund. Das ist mein Bert Sterk. Und wir kennen uns auch seit 15 Jahren. Und der ist wirklich auch ein Modeberater. Und ich habe ihn damals in Düsseldorf kennengelernt, bei Eickhoff. Da hat er auch gearbeitet. Jetzt ist er so freier. Aber immer hat er gesagt, Irene, also ich habe ja was da für dich. Und dann habe ich gesagt, was, das sieht aus wie ein Lappen. Habe ich angezogen, boah, ist das toll. Und also das ist wunderschön, weil du kannst ja nicht immer wissen, ne, wisst ihr alle, also hängt ja irgendwas da auf einem Kleiderbügel. Und ich sage, nee, das ist nicht meins. Und es ist schön, wenn jemand da ist und sagt, probier es doch mal an. Mhm. Und natürlich habe ich auch meine so beliebte Richtungen, das ist ja auch klar. Ich muss mich auch bequem fühlen. Ich hasse das. Also was ist denn hier eigentlich mit Schuhen? Weil die Heike fragt auch noch, was mit Schuhen ist. Ja, ich liebe Schuhe. Also, aber das Problem ist Schuhe. Also dann denke ich, die sind toll. Dann ziehe ich die an im Geschäft und die passen. Die sind ja so schön. Und ich gehe da drauf so 5 Minuten lang und kaufe die. Und dann sehe ich die nochmal an, zwicken hier nach so einer Stunde und da. Was tun die dann? Sitzen in meinem Schrank. Dann kommen die nächste. Oder ich sage, okay, dann ziehe ich die an für einen Auftritt. Und dann, wo du nur sitzen musst. Ja, sitzen Sitzschuhe. Oder ein paar Liter. Und dann die haben wir alle. Ja, Sitzschuhe haben wir alle. Aber Schuhe sind ja auch bequem. Also hier habe ich auch ein sehr schönes. Ja, oh ja, hübsch. Die nächste Frage, bitte. Oh ja, muss ich selber, ne? Ja. Okay, machen wir hier. Einfach ja, so gerne. Von vorn. So, Andreas Jansen möchte gerne wissen, gibt es ein Geheimrezept, das du so jung und blendend aussehen tust? Ich vermute, dass das mit der Musik und der Liebe zusammenhängt. Ja.
Und da hast du selber deine eigene Antwort gegeben. Das ja, natürlich spielt das eine große Rolle, dass ich dann auch mich fit halte, seit ich zurückblicken kann. Das ist etwas, das ist ein Teil meines Lebens, dass ich auch sportlich bin und ich schwimme gerne. Was machst du für? Also ich, ja, ich hatte 37 Jahre, hatte ich so 3 Hundis gehabt. Ja. Ja, die müssten aber auch rausgenommen werden und ich habe ja jeden Morgen mit denen also gejoggt. Okay. Jetzt habe ich keine, leider, das Herzschmerz. Aber nichtsdestotrotz, ich habe zu Hause einen Cross-Trainer. Wenn ich unterwegs bin, bin ja so viel unterwegs, dann gucke ich, ob mein Fitnessraum ist im Hotel oder ob die ein Schwimmbad haben. Also irgendwas jeden Tag. Herz ein bisschen so wie eine Uhr aufdrehen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also das pustet dann auch, wie sagt man, Oxygen. Oxygen, Sauerstoff, danke schön, ja. Sauerstoff durch den Körper. Ja. Also befreit auch alles so im Gehirn, dass man auch denken kann. Das ist auch wichtig, muss man immer mehr denken. Apropos, einen haben wir noch. Und auch Essen ist wichtig. Nicht zu viel Schokolade. Eine geht noch. Genau. Okay. Die? Tada. Okay, dann schauen wir. Der Wolfgang. Siegmund. Ja, liebe Irene. Bist du eigentlich Doppelstaatsbürger? Wahrscheinlich demnächst. Denn, also mit dieser Brexit-Geschichte. Was sagst du zum Brexit? Was sage ich zum Brexit? Was kann man zu Brexit sagen? Chaos pur. Also ich kann es nicht begreifen. Das ist ein Thema, wo mein Blutdruck, und ich habe ja ganz normales, also hochgeht. Okay. Weil es wirklich nicht verständlich und vor allem aufgebaut damals vor 2,5 Jahren, aufgebaut von Johnson und auch von Farage, dass das Geld, das fließt in Brüssel, wird ja dann in der National Health Service kommen, also für so Gesundheitsgeschichte. Und am Abend, wo dann Brexit gewählt worden ist, aber mini auch Satz, das war ja wirklich nicht sehr, sehr viel, so 51%. Ganz knappes Ergebnis, ja. Da haben die dann einen Rückzieher genommen und haben gesagt, nein, also wir haben uns verkalkuliert, natürlich geht das nicht. Wir waren nur auf Lügen aufgebaut und es waren so die Leute, die wirklich nochmal, ach, Great Britain, ne? Also soll ja rules the waves, wie man damals sagte, die haben ja gewählt und viele Menschen haben gar nicht gewählt, weil die haben das gar nicht verstanden oder überhaupt gewusst, was da los war. Heute werden viele Leute sagen, gut, jetzt bin ich informiert, jetzt weiß ich, dass ich entweder das will oder auch das will. Und deshalb bin ich sehr dafür, Wolfgang? Ja. Wolfgang, bin ich sehr, sehr dafür, dass wir ein zweites Referendum bekommen. Wir haben noch Zeit, es könnte auch passieren. Und dann hoffe ich sehr, dass wir dann also Exit vom Brexit haben, weil das wäre meine sehnlichsten Wünsche. Jetzt auf deine Frage. Habe ich eine Doppelstaatsbürgerschaft? Also habe ich nicht. Ich habe ein British Passport, aber also diese ganze Heckmeck von damals werde ich nicht mehr mitmachen. Ich werde dann auch eine deutsche Pass dann beantragen. So viel zu dieser. So. Also ich würde sagen, tolles Interview mit dir. Vielen Dank. Eingebürgert haben wir dich auch. Läuft. Ja, ja? Ich bin ja sowieso. Ich liebe Deutschland. Das hat ja auch nichts damit zu tun. Aber ja. Ich bin halb und halb. Ja. Mama war ja Deutsche. Ich bin aufgewachsen in England. Daddy war Engländer. Und ich habe ja wirklich zwei Herzen an Brust. Und also ich möchte keine von den beiden verleugnen. Okay. An dieser Stelle vielen lieben Dank für dieses Video-Interview. Wir sagen Tschüss und wir würden uns freuen, also ich würde mich freuen, wenn ihr öfter nochmal reinschaut und die Irene würde sich bestimmt freuen, wenn ihr euch auch noch das Audio-Interview im Radio anhört. Ja, yes, auf jeden Fall. Und also wir beide und auch für den Radioschlager Paradies wünschen einen wunderschönen Valentinstag. Genau. Tschüss. Bye bye.